Nach Deutschland, wo sich die Ampelkoalition vorgenommen hatte, endlich mehr Wohnungen bauen zu lassen, darunter auch vom Staat geförderter sozialer Wohnraum mit günstigeren Mieten. Doch Anspruch und Wirklichkeit klaffen auseinander. Erschwert wird das Vorhaben, weil Baumaterial auch infolge des Ukraine-Krieges noch teurer geworden ist und es zu wenig Fachkräfte gibt. Aber die Zahl der Sozialwohnungen sinkt schon seit Jahren. Gab es in ganz Deutschland 2006 noch knapp 2,1 Millionen, sind es jetzt nur noch gut 1,1 Millionen. Umso größer der Druck, dass jetzt mehr solcher Wohnungen gebaut werden, berichtet Uli Merkam. Es läuft nicht gut im sozialen Wohnungsbau. 100.000 Wohnungen sollten nach den Plänen der Bundesregierung in diesem Jahr entstehen. Doch mehr als 27.000 werden es wohl nicht werden. Im Bericht aus Berlin macht die Bundesbauministerin neben Fachkräftemangel und Planungsstau auch den Ukraine-Krieg dafür verantwortlich. Vor dem 24. Februar hätte ich auch nie für möglich gehalten, dass wir in Deutschland in einer Situation leben, wo wir so ganz viele Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen müssen, wo wir natürlich Sanktionen haben. Und wo wir auch damit umgehen müssen, dass wir einen Krieg haben mitten in Europa. Das hat die ganze Wirtschaft natürlich erheblich belastet. Der Deutsche Mieterbund sagt, dass nicht nur die Flüchtlinge aus der Ukraine das Wohnungsproblem verschärfen würden. Wir haben auch viele Menschen, die schon hier leben, die dringend eine bezahlbare Wohnung benötigen. Und wenn man das mal zusammen betrachtet, dann ist das eine Melange, die echt problematisch werden kann. Und ich gehe davon aus, dass, wenn sich da nicht bald was tut, es zu deutlichen sozialen Verwerfungen bis hin zu sozialen Unruhen kommen kann. Wie in anderen Bereichen auch führt die Energiekrise im Baugewerbe zu deutlichen Preissteigerungen. Fertigungsweisen wie bei dieser Firma in Sachsen-Anhalt könnten hier Abhilfe schaffen. Genormte Wände aus Holz, ökologisch gedämmt und in der neuen Fabrik in 9 Minuten fertiggestellt. Am Ende stehen Holzhäuser deutlich billiger als herkömmliche Sozialbauten, vorausgesetzt die rechtlichen Grundlagen werden geschaffen und die Häuser in genügender Anzahl bestellt. Die Opposition fordert deshalb deutlich mehr Geld. Wir fordern als Linke gemeinsam mit dem Deutschen Mieterbund und den Gewerkschaften statt 2,5 Milliarden Euro im Jahr 15 Milliarden Euro im Jahr zu investieren. Mehr Geld als zurzeit geplant wird es aber wohl in den kommenden Jahren für den Sozialwohnungsbau nicht geben.